Ja, hallo zusammen. Wir melden uns heute mal aus dem wunderschönen Enjoy Sauna Garten und haben mal ein tolles Outdoor Training für euch vorbereitet. Und ihr habt die Sabrina mit dabei. Die hat sich auch noch ein paar tolle Trainingsgeräte überlegt, die momentan jeder zur Verfügung hat. Hallo, ich hab dir was mitgebracht. Dankeschön. Das heißt, man wird hier heute Tabata Training durchziehen im Stil 40-20. 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Wir machen euch die Übungen vor, ihr könnt sie gern mitmachen. Und zum Teil wird man ein bisschen Zusatzgewicht benötigen. Also, let's go! Los. Wir starten mit einem kleinen Warm-up, indem wir einfach mal die Schultern kreisen. Schöne große Bewegungen. Schulterblätter nach hinten, unten. Jawohl. Dass es nicht ganz kalt ist, wenn wir schon draußen sind. Mal schauen, dass wir gut warm sind. Okay, gehen wir einen Schritt weiter, gehen wir zu den Hüften, kreisen hier einmal auf, ziehen das Knie weit hoch, weit nach außen, weit zurück. Schaut, dass ihr einen sicheren Stand habt. Das ist natürlich Outdoor immer noch mal ein bisschen herausfordernder. Jawohl. Jeder darf mal wackeln, wir wechseln die Seite. Dazu, das macht es ja erst interessant. Jawohl. Gleich geschafft, noch zwei mehr. Letztes Mal. Dann brauchen wir nochmal die sichere Standposition. Standbein ist euer rechtes Bein und wir schwingen mit dem linken locker vor und zurück. Auch hier müsst ihr immer schauen, dass ihr einen sicheren Stand habt. Da wackelt man am Anfang auch ein bisschen mehr, logischerweise. Gut. Nehmt die Arme ruhig ein bisschen locker mit. Und ein letztes Mal. Gut. Einmal Wechsel und anderes Bein, auch hier. Sicheres Standbein, fangt ruhig klein an und wenn er sicher steht, wird er zu groß, wie es für euch geht. Lieber ein bisschen lockerer, dann schauen wir am Anfang gleich eine Zerrung. Das wollen wir nicht. Gut, sicher stehen. Dann gehen wir in eine leichte Grätschposition. Ihr geht mal so tief runter, wie ihr könnt. Haltet euch gerne vorne an den Zehenspitzen fest. Verlagert euer Gewicht ein bisschen von rechts nach links. Gut. Eine Hand bleibt tief. Wir drehen auf. Nach oben. Verfolgen unsere Hand. Kommen zurück. Und drehen zur anderen Seite auf. So weit wie es geht. Jawohl. Hände bleiben am Boden. Rollt euch langsam auf. Versucht die Beine zu strecken. Und kommt nach oben. Lockert nochmal. Ich denke, hier draußen wird man relativ schnell warm. Auch äußerlich. Auch wenn es kalt ist. Genau, gut, brauchen wir noch was oder? Nee, würde sagen, dann legen wir direkt mal los. Starten wir mal mit der ersten Übung. Mal da ein bisschen Musik dazu. So, Übung Nummer 1. Ein Ausfallschritt, immer im Wechsel. Zweimal pro Seite. Und dann machen wir zwei Air Squats und wieder zwei Ausfallschritte. Bereit und los geht's! Mal wechseln, schon wieder falsch. Und zwei Herzquads. Jawohl. Wer beim Ausfallschritt mehr möchte, der zieht das Knie noch mit hoch. Ja, jetzt sind wir egal. Hast noch 40 Sekunden. Wir sind auch nicht immer gleich. Das muss auch gar nicht sein. Alles bleiben. Das macht Spaß. Vor allem hier draußen.
die letzten 3, 2, 1 und kurze Pause. Für die nächste Übung gehen wir in diese Position. Wir machen einen Push-Up, einmal Knee to Elbow, Push-Up, andere Seite. 2, 1, los geht's. Wir brauchen sie gehabt.
Distanz ab, dann einfach nur mit dem Schneeball. Und Pause. Gut, bei der nächsten Übung haben wir nochmal Beine und Po. Fester Stand. Wir gehen zur Seite tief. Standbein immer fest. Fußspitze zeigt nach vorne. Okay, wir warten noch kurz. Gleich geht's los. 3, 2, 1. Und los geht's. Aber schön tief. Hinteres Bein schiebt zur Seite. Also definitiv nicht kalt hier draußen. Nein. Geht auch mit dem hinteren Knie schön tief bis ihr den Boden kurz berührt. Im Schnee tut es gar nicht weh, es federt wunderbar. Und noch 5. Und kurze Pause. Klasse. Sehr gut. So, jetzt kriegt ihr 2 Varianten für den Rücken. Einmal mehr für den oberen Rücken, wird deshalb, was die Sabrina macht. Oder wenn ihr ein schweres Gewicht wollt, auch für den unteren Rücken, dann nehmt ihr das schwerere Gewicht und wir machen Deadlift. Seid ihr bereit? 2, 1 und los geht's! Die Zeiten, ihr könnt auch die Übungsabfolge variieren, ihr könnt es auch drinnen machen, Hauptsache bleibt in Bewegung. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem Outdoor-Workout und bleibt fit und gesund. Bis bald!